Ja, ich hatte das Problem, dass ich in 2 Tagen Urlaub war und deshalb zu Hause ganz viele Dinge machen musste und deshalb habe ich auch keine Zeit, etwas vorzubereiten. Da habe ich mir gedacht, worüber rege ich mich mal auf, wenn Leute Texteditoren benutzen, das ist nicht ganz schlimm, also die Texteditoren. Erstmal, man kann jetzt mit dem großen Editor anfangen. Das mache ich auch gerne, falls ihr hier irgendwelche E-Mail-Fans haben sollten. Alles fehlt. Tja, genau, aber auch unter den Leuten, die Vim benutzen, treffe ich dauernd Leute, die irgendwie unglaublich lange solche Sachen machen, wie die Cursor nach rechts gedrückt halt, bis sie da angekommen sind, wo sie sind, und dann noch 3 Zeichen weiter sind und dann 3-mal Cursor nach links drücken, damit sie genau dann da sind, wo sie hin wollen. Und das muss ja nicht sein, weil dieser Editor kann so viele schöne Dinge, die man eigentlich alle benutzen sollte und die das Arbeiten viel angenehmer und viel leichter und mit viel weniger Carpal Tunnel Syndrom und viel weniger Stress machen. Selbst der Mulenar sagt, da kann man gar nicht alles benutzen. Der nimmt auch bloß einen ganz kleinen Teil da. Ich sag nicht, man soll alle Features benutzen. Ich zwinge ja niemanden, Vim-Skript zu programmieren, aber die normalen Tastaturbefehle. So, das habe ich mir gedacht, wie wäre es eigentlich mal, ich mache einen kurzen Talk darüber, was es so an tollen Dingen gibt, die ich dauernd benutze und die ich komplett noch, also die ich ganz, ganz selten bei anderen Leuten sehe, die immer sagen, guck mal, wenn du jetzt diese 3 Tasten drückst, dann passiert das, was du willst, warum machst du das nicht immer so? Und die sagen so, oh krass, das geht. Deshalb dachte ich, ich mache einfach mal eine Liste von solchen Tasten. Komm, jetzt erzähl darüber. Also erstmal grundsätzlich, jetzt so startet man das, das habt ihr gerade schon gesehen. Dieser Text, der möchte einem etwas sagen, nämlich, dass es Doppelpunkt Help gibt. Doppelpunkt Help ist voll toll. Wenn ihr mal viel zu viel Zeit habt, dann müsst ihr einfach unbedingt Doppelpunkt Help mal eingeben und Enter drücken. Und den Bildschirmanweisungen folgen, wie es so schön heißt. Wenn ihr allen Bildschirmanweisungen folgt, dann seid ihr wenige Tage später damit fertig und könnt winnen. Das habe ich mal gemacht vor 8 Jahren oder so. Und seitdem lerne ich immer dauernd irgendwelche neuen Sachen, die ich schon wieder vergessen habe. Wenn man keine Lust darauf hat, weil das alles viel zu anstrengend ist, gibt es dieses wunderhübsche Programm, Vim-Tutor. Das macht eine Kopie von so einem Trainingsding, damit man es nicht kaputt macht. Ja, und dann folgt man auch den Bildschirmanweisungen und lernt, naja, nicht Vim insgesamt, aber so den Anfang. Das ist gut, wenn man irgendwie Vim aus Versehen startet, also wenn man Angst davor hat, Vim aus Versehen zu starten und nicht wieder rauszufinden, weil das soll es ja auch geben. Naja. Genau, man kann immer das Terminal zumachen, ich weiß, aber die Spot-Files. So, jedenfalls, ich kann, also wenn man sagt, ich will das mal ausprobieren, ich habe aber bisher irgendwie nur Notepad benutzt oder weiß ich nicht, K-Edit, dann ist Vim-Tutor die Lösung dazu. Das ist wirklich einfach von gar nichts zu benutze Vim irgendwie nicht komplett sinnlos. Ja, man kann also, ja, es gibt auch schlimme Sachen so wie Easy Vim und so, die irgendwie alle Key kaputt mappen und das will man alles nicht. So, aber das, was ich eigentlich erzählen wollte, war mehr so war ein bisschen Advanced Usage. Ja, die ersten Tasten, die total sinnvoll sind, die ich auch viel zu selten benutzt sehe, sind Stern und Raute. Raute macht das hier. Die Apple-Zeile gibt es das draus. Ah. Raute sucht das Wort unter dem Cursor rückwärts nach oben. Das braucht man ungefähr immer, wenn man Code hat und sich fragt, was tut diese Funktion. Dann drückt man einfach Raute, jedenfalls wenn sie in Sendet heißt. Stern ist das Gegenteil von Raute. Das ist einfach Forward. Oh Gott, ich brauche einen Buffer. Deshalb hatte ich diesen Vortrag. So, ja, Sternraute. So ähnlich sind Klein N und Groß N. Ich mache mal hier noch ein paar mehr Worte hin. So. Ist okay. Das habe ich jetzt, ist eigentlich nicht so advanced. Slash kennen vielleicht die meisten, wenn User sucht nach etwas. Suchen wir zum Beispiel nach so. N wiederholt die Suche vorwärts. Und groß N wiederholt die Suche rückwärts. Das ist sehr hilfreich, wenn man gerade einen zu weit gesucht hat. Krass. Dann gibt es. Ah, ich mach das erstmal jetzt hier. Ah, Evil kann es auch. Was? Evil kann es auch, der Compatibility Layer für Emacs. Der Compatibility Layer für Emacs kann ziemlich, ziemlich viel. Aber ich kann ihn trotzdem nicht empfehlen. Okay, die nächste Taste ist Prozent. Prozent macht das hier. Das geht auf Klammern, das geht, meine ich, auf die meisten Zeichen, die ich sag mal verdächtig sind. Aber es gibt nicht.
Ja, auf die nehme ich gerade nicht, das nervt ganz schon HTML. Ja, stimmt. Ja, wobei bei HTML willst du ja wahrscheinlich eher Closing Tag finden. Ja. Und da geht's halt auch nicht. Ja, es geht was schade, aber das ist nicht cool. Ja, genau. Wie bist du gerade vom Anfang? Ja, ich denke, ja, das kommt gleich noch. Okay. Ich erzähle darüber noch. So, es gibt außerdem, ja, auf diesem geht es halt auch so. So, das ist Prozent. Ist das die Mexiko? Ne? Nein, also nur runde Kammer. So, jetzt überlege ich gerade, ob ich. Ich mache das in der Reihenfolge, vergesse ich nicht. Ihr wisst sicherlich, dass man irgendwie die Sachen löschen kann und irgendwann es wieder einfügen in Sinn. Wisst ihr auch, dass es Register gibt? Ja. Es gibt ganz viele Register. Es gibt das Standardregister, das heißt Häkchen oben. Es gibt die letzten Register, die man so benutzt hat, 0 bis 9. Es gibt dieses hier, das führt die Leads in einer Zeile. Und es gibt insbesondere A bis Z und A bis Z. Das ist, die sind total hilfreich. Und es gibt Plus und Stern. Wieso? Wie erkläre ich das am sinnvollsten, während ihr nicht seht, was ich zurückgebe? Sehr gut, wir können alle anzeigen. Ich hoffe, da steht jetzt nichts Gefährliches drin. Du kommst, mach den Fest hervor. That's how it works. So, okay. Ich habe keine Ahnung, was ich denke. Super großartig. So, wenn man etwas löscht, zum Beispiel dieses, ich habe gerade zweimal D gedrückt, die Zeile ist verschwunden. Dann ist das Ganze in dem Register Häkchen oben. Das ist das Register, wo alles rein verschwindet und draus benutzt wird. Wenn ich P drücke, wird das Häkchen oben Register standardmäßig überlinkt. Ich habe das Ganze auf P gedrückt. Manchmal braucht man aber irgendwie zwei Sachen oder drei Sachen, die man löschen will und in unterschiedlichen Reihenfolgen irgendwo wieder hinkommen will. Dafür kann man. Es gibt so ein Preview-Mod, wie heißt denn der? Na, schade, okay. Man kann irgendwie in der Statuszeile das anzeigen. Natürlich nicht nach. Falls es jemand weiß, darf auch gerne dazwischen rufen. Man kann anzeigen lassen, welche Keys man bereits quasi benutzt hat, um den Befehl zusammenzubauen. Oh, das ist ja super. Ich habe gerade ein Programm runtergeladen. Das braucht kein Programm, das ist eine Option. Ah, das ist in Command Line war das. Ist hier ein Programm? Das oh, geil. Ah. Wie heißt das? Das Screen Key. Das brauchen wir sofort. Ich weiß nicht, ob das. Muss mal gucken, ob das. Screen Key oder Screen Keys? Screen Key. Ja. Oh, da zeigt er mir auch die Bindings von meinem Bindungsmanager. Oh, vielleicht machen wir noch einen Talk danach. No, ich muss die abkürzen. Mach noch einen WLAN an. Immerhin hat APT-Gate funktioniert, nicht gesagt, wenn ich update dann mal deine mit C, du musst dann nichts davon erstatten, du hast keine. Das hätte ich heute tagsüber schon mal. Die Schreiber gibt's schon fertig, ne? Ja. Glück gehabt. Ich will die Neinze erst WLAN-Treiber schreiben. Alter, nur witzig, wenn du es noch nicht gemacht hast. Oh, ich komme nicht ins Internet, meinen WLAN-Teil runterzuladen. Nicht mal den Patch für den Kernel-Version. Naja, wie schwer kann es sein? So. Famous last words. Ja. Oh, so. Oh, shit. Und was passiert jetzt hier? Oh. Nichts. Okay. Hey, Mann, was muss ich tun, damit das Richtige passiert? Ich habe einfach Screen-Key gestartet und dann macht er einen Tray-Icon und dann passiert nichts.
Das heißt, dass du ein Tray-Icon haben musst, ja. Ja, ich muss ein Tray-Icon. So sad. I'm so sorry. Okay, ich würde einfach zusammenzustecken, das ist ein Fall. Na gut. Sag doch einfach, ja, drauf, ich sage einfach alle drücken. Ich drücke DD, dann sind sie halt schon. Ich drücke U, dann sind sie da. So, ich drücke jetzt Doppelhäkchen oben ADD. Jetzt ist das Blut in dem A-Register verschwunden. Ich drücke Doppelhäkchen B. Ne, das nehmen wir nicht. Doppelhäkchen BDD. Jetzt ist das Fu in dem B-Register verschwunden. Und jetzt kann ich halt Doppelhäkchen AP drücken, dann kommt das Blut aus dem A-Register wieder raus. Und ich kann Doppelhäkchen B gut drücken, dann kommt das Fu aus dem B-Register wieder raus. Ja, damit hat man also 26 Register. Falls man es schaffen sollte, sich zu merken, was in 26 Registern drin steckt, hat man noch weitere in Großbuchstaben. No damit kann man also eigentlich noch nie andere Register benutzt außer A und B. Die Großbuchstaben dependen doch an das jeweilige Register. Das könnte sein. Sagt zumindest mein Cheat-Sheet. Dann stimmt das bestimmt. Was? Ja, das brauchen wir manchmal. Und das gleiche Register aus ist ja nützlich. Das tut es. Das gleiche ist rechnet. Okay. Ist hier auch drin? Ah, du willst Z-Show-Command. Ah. Siehst du, ich wusste das. Nee, CMD. Ah. Ja, hier wird rechts unten die letzte Taste. Oder doch ein paar mehr. Da unten. Unten rechts. Okay, gut. Code gleich, dann Command, aber ich kann nicht erinnern. Okay. Das ist aber Fake nur für Steuerung, ja. Steht da. Ja. Okay. Dann, so, es gibt außerdem das Sternregister. Das Sternregister ist, drücke jetzt beide Maustasten gleichzeitig. Also mit der Maustaste. Das Sternregister ist die x-normale Zwischenablage, die in der Maus drin steckt. In der Maus? Ja, also, ihr wisst, was ich meine. Mittlere Maustaste, Paste. Die sogenannte Primary Selection. So, und es gibt außerdem ein Häkchen oben. Plus, das ist die andere Zwischenablage. Die kommt, wenn man in komischen GTK-Programmen Paste drückt und so. Schauen Sie sich schon drauf. Mag sein, das benutze ich eigentlich nie, aber ja, kann sein. Das Clipboard. Ja, das andere Clipboard irgendwie. Nicht die Selection. Okay, wenn es Clipboard und Selection heißt, dann ist es das Clipboard, genau. Das funktioniert sogar auf einem Android-Telefon. Also die Tastatur und die Sternplus-Register, die machen das Richtige. Kann ich sehr empfehlen, wenn man mal länger als Mesh schreibt. okay. So will ich Yuki-Wahlung für den SMS haben. Hä? Nein. Wenn du. Also, nein, wenn du ein normales Terminal hast, nicht mehr verschreibst, musst du deine SMS testen willst. Aha. Okay, so. Anwendungsfall. Klar. So, die Register hatten wir. Achso, ja, außerdem gibt es Insert Mode Steuerung R. Steuerung R nimmt einen Register Namen und fügt den dann an der Stelle ein. Also ich drücke jetzt Steuerung R Stern meinetwegen oder Steuerung R A oder Steuerung R B. Aber dann wenn nicht dauernd in den Zettel oder so. Oh. Oh, so. Steuerung R und dann das Register hinterher? Ja. Nochmal, kannst du das nochmal wiederholen? Ja klar. Also wir haben gerade, ich mache mal Häkchen oben, A, Y, ich habe gerade das UB in das A-Register getan, ja? Ja. Das ist halt hier so. Ja. Ich bin jetzt im Insert-Mode, tippe hier irgendwie ein Crap. Man muss jetzt UB tippen. Also ich habe nicht UB drin, sondern irgendwie, weiß ich nicht, 380 Zeilen. Ich drücke Steuerung R und dann die Register, den Registernamen, in diesem Fall A. Jetzt habe ich gerade die Zeile, also UB New Line eingefügt. Hm. Habe ich Steuerung R nicht Redo? Ja, aber nicht im Insert Mode. Ah, da muss ich schon Steuerung O, Steuerung R drücken dann, aber ich bin schon am Newest Change. Das kommt ja noch. okay. Oh ja, es gibt außerdem Steuerung Insert Mode, Steuerung A. Das fügt das ein, was man gerade schon eingefügt hatte. Beim letzten Mal Insert Mode. Ja. Also ich tippe jetzt hier ABC und bin irgendwo und drücke Steuerung A. Jetzt kommt ganz auf ABC. Das braucht man doch häufiger, als man denkt. Gerade wenn man irgendwie so, ich habe irgendwie den Identifier hier geändert und jetzt muss ich ihn an der anderen Stelle auch nochmal ändern. Und ich mache das halt durch ein Change-Ding in den Insert Mode rein und dann will ich das halt wieder tippen. Gibt es für Editoren eigentlich auch sowas wie diese Complexity-Measures verwenden? Wie man zu einem und demselben Ergebnis kommt. Ja, Infinite Ways. Erwähnst du eine Steuerung Y? Das ist ein Overhang. Nein. Drück mal O. Ja. Und dann Steuerung Y. Achso, ja, Steuerung Y und Steuerung E, ja, das ist toll.
Steuerung Y nimmt das Zeichen aus der Zeile drüber. Steuerung E das Zeichen aus der Zeile drunter. Das E kannte ich noch nicht. Bist sehr gut. Hey, Thomas kann. Was? Sekunde. Ich war gerade beschäftigt. Okay, again. Ich mache hier mal so ein paar Beispielzeilen, ja. In dieser Zeile, ja. Ich drücke Steuerung Y. Und ich drücke Steuerung E. Ich drücke Steuerung Y. Und ich drücke Steuerung E. Keyboard Identity. Amazing. Gut, amazing. Ja. Dann E. Da Fuck. So, außerdem diese Option kann ich ganz. Aber nehmen wir besser an. Nee, machen wir nicht. Okay. Ihr wisst vielleicht, ich hoffe, dass man K drückt, dann geht man nach oben und J nach unten, ne? Okay, gut. Ihr seht bei mir links diese hübschen Zahlen da konfiguriert. Wenn man zum Beispiel 2J drückt, dann geht man 2 Zeilen nach unten. Wenn man 2K drückt, geht man 2 Zeilen nach oben. Das Problem ist, wenn man 17K braucht, dann kann man nicht zählen. Ja. Aber dafür gibt es links diese hübschen Ziffern. Wenn ich zum Beispiel 11K drücke, dann komme ich genau bei Bar raus. Und wenn ich jetzt 15J drücke, dann komme ich halt auf meiner neuen Zeile raus. Die Option heißt Relative Numbers und will sie anhaben. Das gibt es auch, wenn man neuere Versionen als die in Ubuntu per Keyframe verwendet. Ja. Kann man das auch kombinieren, sodass man statt der 0 die wirkliche Zeilennummer da stehen hat. Richtig. Die 0 ist relativ uninteressant. Ja, die 0 ist nie genug. Genau, aber die aktuelle Zeilennummer ist natürlich ganz interessant. Man kann sie zwar auch unten sehen, aber ich finde sie links doch irgendwie sinnvoll. Ja, das ist wahr. War da Steuerung Groß Y, was das in? Ja, nee, Steuerung Y schon im Instant Mode. Steuerung Y, Steuerung E. Ja. Ah, okay. Du musst natürlich auch darüber oder drunter was haben. Ja, ich habe T aufgeschrieben und wunderte mich, dass es meine Zeile einrückt. Okay. Was aber auch ganz spannend ist. Okay, so, ja, dann Move and Commands, die ich dauernd benutze. Also, klar, Cursor, also H und L ist klar und J und K hoffentlich auch, sonst hat man mit Windows sowieso irgendwie was falsch gemacht. So, was ist noch hübsch? W ist hübsch. W macht das hier? Klein W. Geht lieber zum Wort anfangen. Genau, geht lieber zum nächsten Wort anfangen. Wobei ein Wort, das hängt ein bisschen von so ein paar Optionen ab, das ist meistens das, was man will. Bei einigen komischen Programmiersprachen muss man die Option ändern, aber ich hätte mich mehr ärgern. Also es geht halt zu jedem beliebigen nächsten trennenden Zeichen, also Unterstrichen und solchen Sachen. Klein. Genau. Ja. Das Gegenteil von W ist klein B, das ist dasselbe Rückwärts. So, wenn man aber gerade Java programmiert, man ist alles voll mit Punkten in so einem Crap, dann kann man einfach Groß W benutzen. Groß W interessiert sich nur für Spaces und Tabs und so Zeug. Und Groß B entsprechend. Das braucht man relativ oft. Gerade wenn man keine Lust hat, darüber nachzudenken, ist Groß W eine gute Möglichkeit, in der Zeile schnell voranzukommen und an sinnvollen Positionen zu landen. Weil man halt meistens am Anfang von einem Identifier oder irgendwie so ein Dings sein will, um irgendwas zu ändern. So. Wenn man ein bisschen mehr nachdenken will, dann gibt es F und T. Ich drücke F und runde Klammer auf. Oh. Ich drücke F und Tag Klammer auf, mehr ist glaube ich da. Ich drücke T und runde Klammer auf. Oh. Das ist ganz hervorragend, wenn man sowas braucht wie ich möchte gerne bis zur runden Klammer was ändern. Oh. Da brauche ich diesen Vorschlag. So, es gibt das auch, wenn man zufällig irgendwie ungeschickterweise am Ende gelandet ist, gibt es halt Groß F, also ich drücke Groß F, ich gehe Klammer auf. Ich drücke Groß F, runde Klammer auf. Ich drücke 2 Groß F, runde Klammer auf, das geht natürlich auch. Groß T geht auch entsprechend. Was? Groß T geht entsprechend, genau. Also ich drücke Groß T, Ecke Klammer auf, ich drücke 2 Groß T, runde Klammer auf. Braucht man eher selten, aber gelegentlich, wenn man so in vielen Zeilen dasselbe ändern will, ist es doch ganz cool, die Zahlen zu kennen. Weil es das Punktkommando gibt. Das machen wir aber wieder, nachdem wir ein paar Changes gemacht haben. Das mache ich mit der ganzen Zeit, die ich jetzt eingespart habe. Code, das mache ich jedenfalls damit. Mehr WIM-Vorträge halten. Erstmal mehr Help lesen und danach mit der noch mehr eingesparten Zeit coden. Optimize until code. Das ist Optimization. So, genau, dann gibt es ein großartiges Konzept in Win, nämlich, dass man Edit-Befehle und Bewegungsbefehle kombiniert. Zum Beispiel gibt es den Befehl D, der deletet Zeug. So, DW, dieses halt bis zum nächsten
Wort, aber das ist, liegt halt genau bis zu dahin, wo W geht. Und das ist kein Zufall. Das ist Prinzip. Ich kann halt auch WT Runde Klammer aufmachen. Dann bin ich halt, mich halt alles gelöscht bis zur Runde Klammer. Ich kann CT Runde Klammer aufmachen, dann lösche ich alles, bin aber im Instant Mode, kann also gleich drumherum schreiben. Ich kann YT Runde Klammer aufmachen, habe ich gerade alles bis zur Runde Klammer in das Ähnchen oben Register getan. Ja. Was ist denn C und S? S nimmt einen Count und ersetzt entsprechend viele Zeichen, aber nimmt kein Movement. Okay. Also C erwartet danach ein Movement, aber wenn ich jetzt S drücke, ist es schon vorbei. Ich kann nur 20 S drücken und mache 20 Characters weg. Ah, okay. Aber das ist dasselbe wie 20 C Space halt. Ja, okay, ja. Fuck, ist mein Handy ausgegangen, wo ich mir aufgeschrieben habe, was ich alles erzählen kann. An der Stelle SS ist aus dem Visual Mode immer ganz praktisch. Mhm. Ja, höre neu, lässt mich dann ein Tastatur einstellen, dass mein Handy auch klappt. Genau, DW, DT, DF, CT und so weiter. So, und dann gibt es Movement-Befehle. Nein, anders, das sind ja eigentlich keine Movement-Befehle, das sind nur Edit Range Spezifikationen quasi. Ah, okay, das ist immer mal richtig Code. Convoid, bla 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 bla. Servus, return, printf, %s, solo, so. Code! Mag ja sein, dass man gerade irgendwie mit dem Cursor hier ist und möchte gerne was anderes schreiben als YOLO. C, I, Doppelhäkchen oben. Löscht das. Alles, was sich in den innersten Doppelhäkchen befindet, geht in den Insert-Mode, damit ich das tun kann. Also. Funktioniert genauso. C, I, Runde, Klammer zu oder auf, ist egal. C, I, Runde, Klammer zu. Ich glaube, es geht sogar mit Count, das habe ich aber ehrlich gesagt noch nie ausprobiert. Lass mich mal kurz probieren. C, 2, I, Runde. Oh, es geht nicht. 2, C, I, Runde, Klammer. Schade. C, I, 2, Runde, Klammer. Nee, das kann nicht sein. Ja, das innere. Feature Request, okay. Das Inner ist sehr wählerisch, irgendwie, was es nimmt. Ja. Also bei Tag-Klammern geht es dann wieder, aber. Ach so, in HTML gibt es dann auch CIT, also Change Inner Tag. Ja, genau. Ja, genau. CIT, okay. Also, ich habe meine Zeit verschwendet die ganze Zeit. So, wir einen Vortrag haben darüber. So, es gibt außerdem natürlich, also das geht mit runden Klammern, es geht mit eckigen Klammern, es geht. Ja, das heißt mir gerade. Es geht mit allen Textobjects. Ja, es geht mit allen Textobjects, genau. Das ist das Abstrakte. Textobjects sind noch mehr. Zum Beispiel für englischen Text oder auch deutschen, ist egal. Blablabla. Delete a sentence. DAS. Und dann spreche ich CAS und so weiter. CAP. Delete a paragraph. Years of your life. Years of your life. Okay, das. Und das innen gerade ist. Ja, das. Also, C-I-Häkchen oben fragt mich nicht, wie oft ich das schon eingetippt habe, weil das ist der Standardfall. Ich bin in einem Logstring oder so und ich muss ihn umschreiben, ja. Solution ist der, okay. C-Klammer bin mit Tage. Und C-I-T erst. Okay, So, dann zu was anderem. Es gibt. More Productivity. Es gibt. Marks. Man kann sich. Also. Man hat irgendwie seine riesige Codebase und man ist jetzt immer hier, ja? Da, wo der Cursor gerade ist, bin ich. Und ich möchte mir gerne merken, dass ich da bin, weil ich will da vielleicht später nochmal hin zurück. Dann drücke ich N und einen Buchstaben. A zum Beispiel. Jetzt habe ich dahin einen Mark gesetzt. Ich kann. Das ist Single Quote. A, dann bin ich in der Zeile, wo das Mark ist. Oder. Backtick A, dann bin ich auch in einem Character, wo das A ist. Okay. Die Großbuchstaben Marks gehen. Sind global, das wollte ich gerade sagen. Aber ja, in der Tat, das ist total praktisch, wenn man eine Codebase mehr als ein Teil hat. Groß A bis Z sind global. So global. Also über alle aktuellen Buffer. Nein, über File-Names absolut. Ich habe gerade Dinge aufgeschrieben. Du kannst das Vim zumachen. Ja. Und das Vim aufmachen und Single-Tick Groß A drücken und du kommst zu deinem global gesetzten, in deinem File-System verankerten Groß A-Mark. Ich glaube, es ist File-Name, nicht Inode, aber es müsste File-Name sein. Ja. File-Name.
Ja. Ja, aber das ist schon. Ja. Das ist super praktisch, wenn du größere Codebasen malen willst. Ja, wie setze ich Marks? M und dein Mark in der Wolf. Also ich mache jetzt ein N groß A, ja? Also das hier ist ein Tempel. Das Mark M ist auch sehr beliebt. Ja, aber, eigentlich ist das scheiße, wenn man zwei Tasten doppelt drückt. So, ich mache jetzt hier. So, ich habe jetzt Single-Tick groß A gemacht. Das Pfeil ist auch gegangen, ich bin da, wo ich mein A-Mark gesetzt habe. Auch super praktisch, wenn man sehr lange E-Books lesen will, wenn ich keinen Text habe. Oh. So. Dann, ein Komplett, den ich ganz oft höre von Leuten, ja, aber in Windows ist das kacke, ich muss dauernd Escape drücken, das Escape ist oben links auf meiner Tastatur. You're doing it wrong, es gibt eine Taste, die benutzt kein Mensch, das ist Caps Lock, das merkt man einfach um, Problem gelöst für immer. Aber das ist ein Compose Key! Alter, wie oft benutzt man Compose Key? Oft! Das ist mein Steuerung Key! Ja. Also ich kann das nur empfehlen, einfach mal Caps Lock zu remappen auf Escape, wenn man mit Power User sein will, das ist cool. Du kannst nur Remap auf your Dirt machen. Genau. Ja, kann man auch, aber das sind zweimal dieselbe Taste, das ist langsamer. Immer Tor. Ich hatte das vorher. Tipp. Man kann auch Steuerung Ecke Klammer zumachen. Das ist auf englischen Tastaturen gar nicht so scheiße, weil das zwei verschiedene Hände sind. Ah, ja, okay, jetzt auf Dvorak jetzt gerade nicht so geil, aber ja. Ja, genau. Aber es macht auf jeden Fall Sinn, sich ein anderes Mapping für das Cat zu suchen. Das kann man mal auf jeden Fall nicht nehmen. Emator, also ich habe meinen Komposki auf dem Menü-Key, den brauche ich nämlich auch nie. Das ist eine gute Idee. Okay, so außerdem, was ich dauernd benutze, um durch größere Mengen Code. Ja. Kevin, mein Laptop hat kein Menü-Key. So sad. Wir brauchen einen Rollen-Key. Also früher hatte ich meinen rechten Windows-Key, aber mein Keyboard hat keinen rechten Windows-Key mehr. Ja, den hab ich auch. Okay, was ich auch gerne benutze, ist geschweifte Klammer zu und auf. Die versuchen so Blockgrenzen zu finden. Das sind, ich glaube, das sind meistens leere Zeilen, aber manchmal auch ein bisschen intelligenter. Das ist meine übliche Methode, wenn ich irgendwie im Code zu der nächsten semantischen Einheit scrollen will, aber nicht so ganz genau weiß, wo sie eigentlich ist. Holy shit! Na, das ist das gerade gedrückt. Ah, das war gut. Ja. Achso, was man auch wissen sollte, weil super praktisch, Vim kann das Minus-Pfeil öffnen. Das ist sehr hilfreich, wenn man irgendwie nicht less haben will, sondern irgendwas ein bisschen magischeres. Ah. Oder etwas, was Syntax-Highlighting macht. Ja, oder das. Oder überhaupt irgendwas Sinnvolles. Ich wollte das eigentlich nur gerade, damit ich mal ein bisschen mehr Dings. Text habe. Diese Option ist auch hübsch. Das Scroll-Offset. Wie macht das, wenn ich hier in die Nähe von unten komme, das ist schon... Wow. aber wenn einem das nicht gefällt, man kann ohne Insert Mode jetzt Steuerung E und Steuerung Y machen. Ne? Das scrollt den Buffer ohne den Cursor zu scrollen. Das braucht man auch manchmal, wenn man gerade irgendwie mal oben und unten gucken will. Und welche Tasten? Steuerung E und Steuerung Y sind das gerade. Aber ohne Insert Mode. Ja, das von Steuerung E und Steuerung Y, das auf eine amerikanische Tastatur ausgelegt ist. Steuerung E, Steuerung Z würde viel mehr Sinn ergeben. Bei mir ist es E, Steuerung B und Steuerung Z. Ja, ich weiß, bei dir, aber auf einer deutschen Tastatur. Laden wir hier das Skript hoch. Genau, was man auch unbedingt braucht, Visual Mode. Wenn man mal nicht alles vorher genau weiß, was man tun will. Und Visual Block. Ja, das kommt gleich. Also Klein V macht hier so Markierungen. So, und danach kann man halt mit D oder so oder dran rumenden, funktioniert halt mit den Befehlen auch normal. Also, dann kann man irgendwie S drücken, dann kann man halt da rein tun oder meinetwegen C, das ist im Sinne dasselbe. Oder halt die. Ich ein Range. Oh, ja, genau. Das, im Prinzip funktioniert das intuitiv ziemlich genauso wie die Bewegung vorher. Groß V ist das gleiche, aber zeilenbasiert. Und super praktisch, Steuerung V ist blockbasiert. Oh. Da kann man sowas machen. Und was ich dauernd brauche im Vergleich ist sowas machen. Mhm. Groß I. Wir denken jetzt alle an Kommentare. Zum Beispiel. Oder an repetitive Codezeilen oder sowas, genau. Ja. Oder wenn du LaTeX, also bei ich brauche sehr viel für LaTeX mit Groß A. Wenn du an Zeilenende was anfügen willst, wo die Zeilen ungleich lang sind. Oh ja, dann hast du. Sehr ich kenne keine Möglichkeit, als es damit zu machen. Bei Steuerung auch? Mit Groß A. Mit Groß A. Punkt. Ja, so bei LaTeX manuelle Umbrüche oder sowas. Das ist mein Tabellenkalkulationsersatz. Ja, okay, also was Eckhard erzählt, folgendes: Groß A appendet am Ende der Zeile. So, das Tolle ist, ich mache jetzt hier XXX und der Punkt, das
Die Taste Punkt macht das letzte nochmal. Das funktioniert halt. Den Punkt will man sowieso kennen. Punkt macht einfach das letzte, was man gemacht hat, nochmal. Wobei das letzte ist so ungefähr der letzte Befehl. Leider ist es manchmal nicht ganz intuitiv, was der letzte Befehl ist, aber eigentlich irgendwann doch. Ich glaube, du hast also was vergessen. Du bist dein Freund, wenn du Punkt benutzt. Mach das nochmal, was du eben gemacht hast. Was? Und jetzt schreib mal mach nochmal Block-Mode. Block-Mode. Am Anfang der Zeile. Ja. Schreib da irgendwas mit I hin. Ja. Mal XXX oder so? Ja. Genau. Und jetzt nimmst du dieses, was du eben geschrieben hast, mit dem Block-Mode. Ja, und jenke es und dann? Und deletest es. Ja. Ich hab's im Register gemacht. Nee, ja, okay, kannst du auch machen. Ja? Aber so mache ich das meistens. Ja, ja. Und fügst es da wieder ein. Ja. Und dann sind dann nämlich plötzlich Zwischenräume am Ende. Ja, aber das ist halt ein Block. Das ist halt ein Block und das ja. USA ist halt für Zeit, also für ans Ende konzeptuell. Okay. Ich glaube, ich soll jetzt nochmal schreien. Okay, so, nächste Sache. Hier, ich hoffe, ihr kennt U. Ja. U macht Undo, ne? Ja. R, Steuerung R macht Redo. Das braucht man ja manchmal. Ja. Aber manchmal macht man Scheiße. Man macht zum Beispiel Undo. Gibt's das? Bla, bla, bla. Shit. Weil Undo macht das und Redo macht das. G minus solves all problems. G minus ist zeitbasiert und G plus ist das Gegenteil von G minus. What the fuck? Hast du das normal? Das reicht jetzt nicht. Also ich kurz gucken. G-. Man kann, also es gibt auch die Extended Version hier so earlier. Man kann halt irgendwie zeigen, die Datei vor in Sekunden und Minuten und Tagen und so. Genau, das ist so eine Undo-Liste. Ja, also normal muss man einfach nur G- drücken, bis das auftaucht, was man will. Und wenn man vorbeigescrollt ist, geht plus, dann können wir vorwärts kommen. Das gibt's noch nicht immer. Früher gab das in Vim nicht. Das hat wirklich gefehlt, weil es ist halt scheiße, wenn Änderungen verliert sonst. So, okay. Die Minus und G plus. Wo wir jetzt gerade beim Löschen und Yank waren, was einem häufig auch passiert ist, man hat irgendwas gejankt, dann editiert man nochmal was eine Weile, hat zwischendurch auch so sehen, was deletet. Ja, genau. Dafür sind die 0 bis 9 Register. Das sind die letzten, also das war jetzt kannst deine Register ja zeigen, die du hast. Ja, man versteht, wie das sich irgendwie die ökonomische Macht anspricht. Ja, die müsstest du mittlerweile überschrieben haben, oder? Nee, glaube ich nicht. Die sind im Register Z, du musst Register Z überschreiben. So, also 0 bis 9 sind die letzten Werte von Hähnchen oben, quasi. Die werden also durchgeschiftet. Es gibt doch irgendeine magische Taste, mit der man die durchscrollen kann beim Einfügen, und die kenne ich nicht auswendig, die brauche ich eigentlich nie. Warte mal, könnt ihr mal nachgucken. Ja, das ist dann was. Jack Cole Register, Jeff Knight oder was? Ein Problem ist bei der Sache immer, ich nutze das Ding zu wenig. Ja. Das lerne ich nie alles. Bei Cole ist du zu wenig. Ich muss einfach Zeit reinstecken. Ja, und dann tippe ich wieder im Word und ich ärgere mich, dass ich diese Software benutzen muss. Ich glaube, ich habe vergessen, was er am Anfang erzählt hat. Das macht die Texteinfügeanimation nicht besser. Ich muss erstmal wieder Zeit nach Steck- und Textstruktur reinkriegen. Das, okay, das macht man nur intuitiv. So, was soll ich noch mit dem Idee? Ja, Steuerung K braucht man manchmal. Steuerung K ist für Sonderzeichen. Das braucht man vor allem, wenn man wie irgendwo. Also, entweder braucht man, wenn irgendwo ist man kein Umlaute. Steuerung K, A, Doppelpunkt macht das E. Also es ist K wie Compose, ja? Ja, K wie Compose. Kann man sich merken. Ja, super. Instagram braucht man es für K groß NS, für Non-Writing Spaces manchmal. Und naja. Oh. Mit... Ich mach mal gerade Fat More. Die Graphen heißen die, das ist die komplette Liste von dem, was es so gibt. Oh, ja, die kann ich auch nicht. Ich gucke danach, wenn ich mal was Spezielles brauche, aus den Kommentaren manchmal. Ne, der Font, das andere schon mit Kanz. Wie sucht man in der Liste? Ich habe echt keine Ahnung. Und wenn, dann du wenn du ein Zeichen brauchst, was ja, ich meine, ja, das ist Set More ein Problem. Ja, ich weiß. Ich mache Set More, Degraph, komplette Liste und gucke. Oder halt, was es auch gibt, wenn man es irgendwie anders kennt, also Steuerung V macht ja Escape im Insert-Modus für Sonderzeichen. Also zum Beispiel Steuerung V Escape fügt halt ein Escape-Zeichen ein. Und es gibt auch Steuerung V, Steuerung V, X und dann hexadezimal, was weiß ich. 5,3 ist halt jetzt hier 5,3 hexadezimal und Steuerung V klein u
1, 2, 3, 4 ist jetzt halt irgendwie 1, 2, 3, 4 hexadezimal Unicode-Character. Umsteuerung V groß U. 1, 2, ach, irgendwelche Zahlen. Ist dann halt, ja, okay, wahrscheinlich. Ja, ist halt irgendwie ein abstruser Unicode-Character, den ich jetzt halt irgendwie da hexadezimal spezifiziert habe und keine Ahnung, habe ich noch nie gebraucht, außer in ganz seltenen Fällen, um mal irgendwie aus dem Unicode-PDF was einzufügen. So, aber manchmal braucht man es. Also Steuerung V, klein U, groß U und X kann man halt wie Character machen. Im Insert-Mode, oder? Ja, im Insert-Mode. Ja, apropos, das, was ihr da unten seht, ist GA, wenn ihr mal Characters debuggen müsst, weil irgendwie das A kein A ist, sondern irgendwie Composed Crap oder so. Oder wenn ihr Vim als Binary Editor benutzt. Ja, weil ihr zum Beispiel einen Flashblatt patchen müsst, weil ihr zu viel Gap-Time macht. So, das klingt nach Erfahrung. Vim minus B, by the way. Ja, no story. Was? Vim? Vim minus B, by the way. Mach Binary Files. Macht sowieso, oder? Das ist, glaube ich, nicht mehr relevant. Oder macht das XXD vorher? Ja. Ja. Ja, das ist bestimmt nicht gut. Ist das ein Regenunterschied? Hab ich ihn gedrückt? Alles kann ich da nicht, aber. Das macht irgendwie ein paar Dinge aus. Ja, okay. So, was ich noch sagen wollte, was es auch voll oft gibt. Steuerung Tilde? Steuerung Tilde? Ich glaube, mit Tilde machst du den Buchstaben groß oder klein, oder? Ja, Tilde ist Switch Case. Ja. Gut, das war jetzt nicht so sinnvoll. Ja, wobei meistens mache ich. Ja, es gibt also Switch Case, ist natürlich witzig, aber. Also mach einen Buchstaben. Es gibt auch, was man meistens eher braucht, G groß U. So, und dann Range. Und G klein U und Range macht da Kleinbuchstaben. Aber eigentlich wollte ich gerade erzählen über Steuerung A und Steuerung X. Das hier ist Steuerung A. Mhm. Und das ist Steuerung X. Geht auch immer geschlagen. Steuerung X kommt durcheinander, wenn du innerhalb eines großen Videos hast. Ja. Genau. Boah, das geht auch? Na klar! Oh. Das geht auch mit Oktalen. Das geht auch mit Oktalen. Und es geht auch. Ja. Welcher ist das jetzt? Die Steuerung A und Steuerung X. Da muss man noch aufpassen, wenn man wusste, was ja, HTML macht. Da schreibt man nämlich sowas wie call-md-4. Ja. Man muss das nämlich umgekehrt benutzen, weil er denkt, dass genau, weil minus 4 steht. Das ist ein bisschen nervig. Das wird nämlich nicht gemerkt am Faktor. Das können wir nicht mehr nicht steuern. Ja, das ist auch gegen U. Ja, das ist cool. Weil das geht in Teil wie ab. Oder ganz. G groß U geht ganz in den Mund. Und G U geht ein hoch. Also das ist eine falsche Weise. Okay, außerdem sollte man noch größer und kleiner kennen. Das ist größer, größer, nochmal größer, 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 kleiner, 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 kleiner. Spannender mit Ranges. Geht doch rein, kleiner, kleiner. Kleiner, kleine, größer, kleiner. Die Tech-Klammer, genau. Ja. Okay. Also das ist halt größer. Es ist halt ein Shift bis Breite. Ja. Oder auch wenn man es versaut hat. Gleich macht Reindent. Und gleich Prozent ist normalerweise die Lösung für alle Probleme. Ja, weil es halt einen Block jumpt und dabei den Reindent korrekt macht. Mhm. Genau, man kann es auch im Insert-Mode machen, da heißt es aber Steuerung T und Steuerung D. Mhm. Und halt für die Zeit. Geht auch mit Text-Objects. Ja, klar. Die Größe, es geht alles mit Text-Objects. Also G, groß U und so. Alle Edit-Kommandos gehen grundsätzlich auch immer mit entweder Motion, also F oder P oder was auch immer, oder geschweifte Klammern, oder halt A, P für ein Paragraphen oder IP für den inneren Paragraphen und Strings und so weiter. Genau. Genau, was es noch gibt, was man auch manchmal braucht, die drei 0, DAF und Dollar. 0 macht das hier, geht an den Anfang der Zeile, unconditionally. Dollar geht ans Ende der Zeile, auch manchmal sinnvoll. Und das Problem ist, in dieser Zeile hier interessiert mich diese Position hier eigentlich viel mehr als die. Ja. Mhm. Das macht Dach. Also Circumflex als einzelner Character. Dieser, wie auch immer ihn nennen wollte. Der geht in der aktuellen Zeile an den echten, also an den Textanfang, den man halt normalerweise nutzt. So, und wenn irgendwie, wenn man sehr viele Änderungen auf einmal machen will, das ist highly komplex, dann kann man entweder ein Skript schreiben oder mit Makros. Ja, es gibt eine Q, das zeichnet ein Makro. Da muss man einen Namen geben, zum Beispiel ich nehme mal A. Jetzt rekordet er in das Register A alles, was ich tue. Zum Beispiel, was weiß ich, I, A, B, C, S, K. So, jetzt drücke ich wieder Q, dann ist das Recording vorbei. Habe ich nicht gerade jetzt mal, dann habe ich wieder gekündigt. Das ist jetzt halt der Inhalt von Register A, I, A, B, C, S, K, ne?
Einfach die Keys. Mit add kann ich diese Sachen aufrufen. Also ich mache jetzt meinetwegen add a. Was könnte man sinnvollerweise mal machen, um das zu tun? Ich mache jetzt mal Häkchen oben a y space. Ich hoffe, dass das ergibt jetzt selbst. Ja, das sieht ganz gut aus. Da ist nur ein Skate drin. Hübsch. Und ich, das Schöne ist, man kann halt auch ein Makro aufrufen, rekorden, ne? Also, ja, folgendes. Q, A, Rekord nach A. Ich suche nach dem nächsten Komma, mache da YOLO vor, drücke Escape, add A, was jetzt nichts gemacht hat, und drücke Q. Und jetzt mache ich add A. Okay, das war jetzt schade, dass es in derselben Zeile ist. Ups. Genau. Man kann es auch wirklich machen, indem man... Also, das Schöne ist, wenn es einen echten Fehler gibt, bricht es auch ab. Man kann damit gelegentlich Probleme lösen, so wie ich brauche, immer wenn diese Funktion aufgerufen wird, folgende Änderung. Dafür kann man das gelegentlich mal ganz gut brauchen. Ach du Scheiße. Man vertippt sich und hat das Makro nochmal aufgerufen. Ja. ja, dafür ist man das abbricht. Das war eigentlich das, was ich so, was mir eingefallen ist, was so die üblichen Sachen sind, wo ich mich immer aufrege und Leute das nicht benutzen, weil das total praktisch ist, die Zeit spart. Aber wenn ihr Fragen habt, so, ja, ich editiere wenig das, so geht das nicht vernünftig, dann nehme ich die jetzt auch gerne entgegen und sage, was ich drücken würde. Weil vielleicht fällt einem noch irgendwas ein, sowas wie, ich ärgere mich immer voll, wenn ich hier ganz lange das tun muss. Warum geht das nicht richtig? Weil die Antwort ist, wahrscheinlich geht es. Was ich auch häufig sehe, ist, dass die Leute, wenn sie Textmails schreiben, ewig lange damit verbringen, ihre Zeilen schön an... GQQ. Oder GWW. GWAP. Genau. Also, Gesundheit. Ich mache mal wieder Text an hier. Also, GW macht, ich mache mal einen Text mit GW scheiße ist. Text wird ist jetzt irgendwie 50. So, jetzt haben wir halt hier irgendwie unsere Zeile, ist aber richtig lang. Das ist halt nicht cool. So, Color Column an. Was? Wie siehst du das? Welches soll ich machen? Color Column. So? Gleich 50. Ja. Ah, ja. Oh. Ja. Okay, bei mir sieht das... Ja, das ja. Okay, etwas an. So, Gikoku macht es auf der aktuellen Zeile. Was hast du vorgeschlagen? GW? GWW. Ja, was auf der Zeile? Genau. W lässt den Cursor an der Stelle, wo er war. Ah, GQIP. Auf dem Board irgendwo. Ja, genau. GQIP macht halt den... Ich mache meistens GWAP, aber es kommt auch selber raus, mehr oder minder. Ja, wenn du gerade irgendwo editierst mittendrin, dann ist GWAP halt... Lässt. Genau, GWAP lässt, also GW lässt den Cursor an der Stelle und AP macht halt den Paragraphen. So, das ist der Standardfall. Und der ist normalerweise auch halbwegs klug, wenn ich hier irgendwie... Also erstens mal, ich drücke die Größerzeichen gerade nicht. Und zweitens hat er das schon sowieso richtig umgebrochen. Und außerdem, GWAP hat das hier getan. Also ist für Mail Composing einfach das Richtige, wie man sofort einsetzt. Macht das auch mit Kommentaren, abhängig vom File-Typ. Ja, je nachdem, wie gut euer File-Plugin Kram, aber normal installiertes Vim kann das in den meisten Fällen richtig. Wenn ihr nicht eine neue Programmiersprache entwickelt und da die Kommentare anders sind. Zum Beispiel. Dinge, die auch fallen, die Leute komisch sind. Springen die irgendwann, machen groß A und drücken entfernen oder sowas, um die vordere, also um die nächste Zeile auf die aktuelle zu holen. Shift J. Genau, Shift J macht die nächste Zeile auf diese hier. Befügt dabei aber ein Space ein, also ersetzt quasi den Zeilen, den nächsten Zeilen auch durch ein Space. Genau. Achso, wenn ihr gerade irgendeine Zeile seid und ihr wollt die nächste Zeile schreiben, macht doch bitte nicht irgendwie groß A Enter, macht einfach klein U. Oder groß O, wenn man da drüber macht. Richtig. Genau, und Paste fügt die Zeile drunter an und groß Paste fügt die da drüber. Das ist klein P und das ist groß P. Das ist immer ganz schön, wenn man irgendwie einen Block kopieren will, also das heißt ein Funktionsblock, wenn man die nämlich, also man sagt, man nimmt sich den Visual Line Mode, markiert irgendwie eine Funktion, geht dann und jenkt die, dann landet man ja auf der ersten Zeile des Blocks wieder da, wo man angefangen hat. Genau. Syntax Error. Nee, genau. Und dann Python halt. Ja, ich wollte mal ein bisschen Code haben, so, ja? Was? Genau, also du markierst mal einen Block. Ja? Fangen wir gleich bei der ersten Zeile an, ohne die Leerzeile. Achso. So? Meinst du das? Ja, fangen wir oben an, bitte. Ich bin nicht ganz sicher, was sonst passiert. Naja, wir gucken mal. Genau, die nächste ist. Ja. Und jetzt drück mal P. Groß P nehme ich an. Nee, einfach nur P. Ja, das ist scheiße. Ja. Deswegen ist an der Stelle Groß P immer besser. Ja. Wobei es sich sowieso anbietet, die Dinger mit dem zu machen. Dann kann man den
Naja, ist ja egal. Aber ich habe das immer im Grunde angewöhnt, immer das Training. Ja, okay, man muss sich nur sein mitzunehmen. Ja, es spielt sich an, entweder die obere oder die untere Zeile konsistent mitzunehmen und sich anzugewöhnen, weil dann macht man das Richtige. Genau. Aber das hat mich häufig gefrustet, da habe ich die eine Zeile von Hand dann wieder durch die Gegend geschoben. Ja, das ist mir dann eingefallen, ist Blödsinn. Das ist ja. Geht ja besser. Was braucht man denn noch so, was dauernd ist? Ich habe häufig Zahlen, die mit den Julian getrennt sind, möchte die in Array haben. Warte mal, also du hast sowas hier, 1, 5, 17, 3, 2 und du hättest gerne daraus, also jetzt ohne das irgendwie hübsch zu machen, int i gleich 1, 5, 17, so, wenn ich tippen könnte. Kann ich mal das mal mit dem Mike aus, das muss was Besseres geben. Ja, wenn ich es machen müsste, ich würde es wahrscheinlich einfach, wie jetzt das Visual Block, Groß I, Komma. Join. Ja, genau, Groß V. Ich schreibe es zu zumindest Blocks, Groß J. Fast, aber gut. Das fügt halt noch den Space vor dem Komma ein, weil es nur durch den Space ersetzt. Nicht so richtig optimal. Ja, oder halt Groß A, Punkt, Punkt, J, Punkt, J, Punkt. Und dann ist das so machen. Das geht wahrscheinlich. Aber nee, für riesige Errors ist es. Noch, mach nochmal zurück. Ja, mach ich. Control V. Ja. Bis zur ja. Dollar. Ja. Groß A. Groß A. Komma. Komma. Sehr hübsch, ja. GVJ. GV. Hey, GV. Bin ja nichts. GVJ, ich hätte es GPJ gesagt. Ne? Was ist denn? Oder GAPJ. Warum gibt es eigentlich kein. GV macht bei mir normalerweise. Warum gibt es kein Motion J? Nee, oder du kannst Visual, dann Motion. Ja, das schon, aber klar, das kann ich. Das funktioniert auch. Also ist 5J geht nicht, oder was? Nee. Doch, 5 groß J geht auch. Wenn du 5 sehen kannst, ja, aber das. Ja, aber manchmal willst du wie ein Paragraph oder so, ne? Ja, genau, dann musst du da wirklich groß V. GAPJ geht nicht an der Stelle. Ja, was? GAPJ. G? A? G? J? Offensichtlich nicht. Okay. Weird stuff happens. JIP? Das ist übrigens, dass J down ist. Und Groß J ist direkt perfekt. Das ist halt, es gibt kein Motion, wo es gibt keinen Punkt, wo man es einfügen könnte. Das ist auch immer schön, das passiert, wenn man nämlich Caps Lock noch hat und dann im normalen Mode-Bild ist und Caps Lock an, dann will sich durch die Gegend bewegen und zieht nur die Zeilen aufeinander und die Zeilen wird immer ja, das fügst du aber mit Cockslap will ich schon sagen, ja. In der Normal Mode zum Fuck-Up-Mode. Ja. Weil dann funktioniert auch U nicht mehr, weil U macht nichts. Doch. Und zwar? Single Undo. Oder Undo in dieser Zeile oder im Crap, warte mal. Ja, Groß U ist das letzte Undo und dann wieder Undo. Also. Ja, also es passiert im Prinzip nicht das, was du haben willst. Ja, genau. Das ist der Hammer. Macht mega Spaß. Ja, es macht echt Spaß. ja. Das ist noch etwas, was man häufig tun muss? Keine Ahnung. Spellchecking. Nee, UTF-8 ist nämlich Crap. Ja, und mein Code. Oh. Alles kaputt. Nein, 5 ist richtig geschrieben. Oh, das gleich auch. Und Utility. Und Shell. Sicher, dass das Englisch oder dass das Deutsch ist? Ist nicht irgendwie DEUS oder so? Nee, das ist EN. Ja, offensichtlich ist es EN. Ja, ich weiß nicht warum. Ist das nur die E eventuell? Ja, geht halt nicht, weil ich kein. Wahrscheinlich hat es nicht installiert, deutsches Spellchecking. Doch, die E macht aber gut. Also deswegen geht bei und Interactive, das ergibt gar keinen Sinn. Ja. Interactive make Shell and Interactive all double Ds. These? These, mein vielleicht ist einfach mal Wordfile ziemlich gut. Es kann sein, dass ich da einige Wörter schon mal von Hand irgendwann reingetan habe. Und dann zeitgleich. Genau, zeitgleich ist. Ja, Z gleich ist, mach mal ein Suggestion. Ach du meine Güte. Und Ecke Klammer zu S, was man auf keinen Fall tippen will auf dem Drawer Keyboard.
geht zum. geht zum nächsten Fail. Naja, das ist halt nochmal Spellchecking. Aber ja, das braucht man auch gelegentlich. Gerade wenn man wie Dinge schreibt, so wie Bachelorarbeiten oder Doktorarbeiten oder schon Sachen, ist das ein Detektiv-Modus. Und mit den richtigen File-Types merkt er auch, was Kommentare sind, was er spellchecken soll und was Code ist, was genau nicht so nützlich ist. Ja, in der Tat. Wobei es immer vielleicht teilweise auch, je nachdem, was man da für Namen drin hat in irgendwelchen Identifiern. Ja. Ja, die sind ja auf Kevin Case zusammengesetzt. Ja, das ist jedenfalls ja schwierig, das stimmt schon. Hast du noch irgendwas umgestellt, weil du Dropdots oder? Nee, eigentlich nicht. Achso, was es auch noch gibt, ist Tags. Jetzt habe ich natürlich hier. Tags, ja. Tags. Ich kann es aber eine Hilfe demonstrieren, haha. So, ihr seht, dass hier so hell blaues gelaufen ist. Mhm. Wenn ich Steuerung eckig nochmal zudrücke, dann springe ich oder zu Hilfe einer externen Datenbank dahin, wo das, dieses Wort unter dem Cursor sein sollte. Und es gibt ein Programm, das heißt C-Tags und E-Tags inzwischen und so, die scannen Code, die scannen ganz viel Code und machen so einen Index-File. Und dann kann man mit eckig, also Steuerung eckig nochmal zu, auf einen Identifier halt an dessen Definition springen. Oder Deklaration. Ja, oder was auch immer es sei. Das hängt halt von einem Textgenerator ab. Das sind die Klassen, wo du dann springen kannst. Ja, genau. Ach, kann ich auch in die eine Richtung springen? Alle Aufrufe von etwas? Ja. Ja. Wie kommt auf deine Datenbank? Ja, genau, das kommt aus deiner Datenbank. Da hängt es echt. Help Tags. Da steht das drin. Ja, genau. Da haben wir mal Help Tags. Steuerung X, Steuerung F. Oh ja, Steuerung X. Oh ja, ja, ja. Oh ja, ja, du hast völlig recht. Und Ausrufezeichen. Ja, okay, machen wir auch noch. Okay. Also erstmal, es gibt Auto-Completion, das ist super hilfreich. Okay, diese, weil es jetzt nicht so toll ist. Ich brauche, dass ein bisschen auffällig ist. So, ich drücke Y, Steuerung, Steuerung P. Ja, nicht zu dumm. Steuerung P. Das macht Previous wird das genauso anfängt wie meins. Und wenn ich, ja genau, YOLO 2. So, Steuerung P macht jetzt halt hier so ein Dings, ne? Und Steuerung N, wenn es jetzt ganz viele wären, ich mach mal ein paar mehr. Macht dann halt so, N ist die eine Richtung und P ist die andere Richtung. So, jetzt hat man aber oft sowas wie F ist open. Tja, was eigentlich? Jetzt müsste man eigentlich, würde man gerne aus dem Filesystem komplizieren. Steuerung X ist Extended Completion und unter anderem Steuerung XF ist. Lies mal das aktuelle Directory und mach mir was mal. Du kannst aber, wenn du angefangen hast mit Slash oder mit Tilde oder so. Ja, dann geht es auch halt. Mhm. Super praktisch bei Include und so, je nach Programmiersprache. Das ist viel geiler. Und du kannst ja auch der Completion. Hm? Ja, YouComplete.me ist aber ein Plugin, das einen externen Server. Das war gerade kein Plugin. Ja, ich frage ja, warum benutzen wir das noch? Oder warum benutzen wir das? Weil ihr das halt auch Syntax-Dinge für, weiß ich nicht, Programmiersprachen zur Verfügung stellt mit Parametern und Funktionen. Ja, die nervt mich meistens nur. Dann würde ich vielleicht aber nicht eigentlich immer nur. Okay, ich finde sie im Allgemeinen sehr praktisch. Wenn ich so einen Punkt mache und auf ein Python-Modul zugreife und der mir alle Funktionen listet, die ich dann aufrufen kann. Ja, stimmt. Und das YouComplete.me-Zeit kann ja auch Docstrings aus seinen eigenen Modulen und so mit anzeigen. Mhm. Ja, genau. Und man kriegt ja auch irgendwie einen eigenen einen Split-Buff, aber ich habe noch nicht rausgefunden, welche Tastenkombination das ist. Wie, man kriegt den Split-Buff? Ja, du kannst die den Helptext so Functions in den gesplittet. Ich bekomme immer oben in den gesplitteten. Nee, nur manchmal. Wie suche ich denn nach zwei? Das kann ich nicht zuverlässig produzieren. Hm. Ah. Magic. Ja. Ja, es gibt ziemlich viel Completion-Kram, der eigentlich schon eingebaut ist. Von der Steuerung her schlimmer als Arma 3. Ja. Das kann man nicht. Wie das? Wie X und K, aber im Special Way. Wenn du es hier beschreiben kannst, ist es. Genau. Okay, aber Steuerung XF ist tatsächlich ziemlich sinnvoll. So, Ausrufezeichen. Du meinst Normal Mode? Nein. Was machst du überhaupt? Oh doch, das ist das gleiche. Genau, also ich würde das meistens. So. Ja, also, okay. Sort ist eh dasselbe, genau. Ja, Sort ist der Klassiker, genau. Man kann es auch einfach mit Doppelpunkt auch direkt aufrufen. Also ich mache es meistens Groß V, was ich eigentlich haben will, Doppelpunkt. Jetzt sieht man da mal ein Single-Tick kleiner, selektiert die Zeile, wo das Mark kleiner gesetzt ist, was das gleiche ist wie der Anfang im Visual Block. Bis zur Zeile Single-Tick größer, was ist halt der Mark größer ist, was dasselbe ist wie vom letzten Visual Block, also dieser. So, ein Ausrufezeichen filtert das, was da drin ist, durch ein externes
Programm, also zum Beispiel WC-11. Sind halt 11 Zeilen gewesen. Okay, cool. Wofür das super praktisch ist, ist 5 plus 3 mal 13. Wie das du nimmst, das Expression Register. Ich nicht. oder für Figlet. Ja. Also Ausrufezeichen für die aktuelle Zeile und dann. Was ist denn mein Figlet? Das kenne ich nicht. So? Was? Ja. Das Figlet nicht? Text dahinter. Was du nicht brauchst. Oh, das ist echt, das fehlt. Hast du das Figlet? Das ich kann ich jedenfalls hier empfehlen. BC, so ein Monozeilen-Kalkulator, it works like a charm. A program for making large letters out of ordinary text. Ja, okay, das ist natürlich ganz wichtig. Doch, das habe ich schon mal benutzt, aber nicht. Ja, warum habe ich das nicht installiert? Jetzt mach aus normalen Zeichen große Zeichen. Also ganz große. ASCII-Art. ASCII-Art. Ey, aber das habe ich doch nicht. Das ist increased in front size. Ja, Banner habe ich früher gehabt. Ja, unique potential. Oh ja, wo man gerade schon mal dabei ist, es gibt auch Grep. Und Main? Und noch klein G? Ja. Ja, genau. Ich will Slash. Achso, ja. Was Inkriminierendes drin? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Das kann ich nicht einfach in meinem Kämpferzeichen rumgreifen. Damit. Ja, ich nehme irgendwelchen Source, der unverdächtig ist. Verdicht. Grep, Main, Stern, so. Was? So, das hat jetzt. Das ist ein Doppelpunkt Grep, nicht doch ein Ausrufezeichen Grep. So, das hat jetzt hier Main in. Ein paar Dinger gefunden und geht zum ersten Match. Mhm. Doppelpunkt CN geht zum nächsten Match und so weiter. Und CP geht zum vorherigen Match. Sollte man die sinnvollerweise wegmerken. Es gibt auch irgendwie sowas mit so einem Splitbuffer, wo man die irgendwie übersichtlich anzeigen kann, aber das benutze ich nicht, keine Ahnung. Das ist, glaube ich, eine Quickfix-Liste. Ja, genau, die Quickfix-Liste, ich weiß nicht, ich mache sie nicht. Die hilft mir irgendwie nie. Deshalb, genau, das CN springt durch die Quickfix-Liste, die man auch mit anderen Sachen befüllen kann. Zum Beispiel irgendwie Errors aus dem Make-Compiler. Also Doppelpunkt Make ruft halt aktuell genau. In dem Verzeichnis Make auf ja. Und die Errors kriegst du halt in die Quickfix-Liste. Genau, also gibt es sowas auch für To-Dos? Also für To-Do finden? Ja. Ja, hey, Make-To-Do, ja. Ja, ja, genau, aber ich habe hier das mal kaputt gemacht. Mache Make, it all breaks, C forbids nested functions, was auch immer, hier ist etwas kaputt. Ja, toll, okay. Fix. Die Selection, Visual Selection wieder kriegen. GV? Ja. Das kennen viele Leute auch nicht. Weißt du, was gibt? Also man hat irgendwie eine Visual Selection. Ja, man hat die das hier gemacht, so jetzt hat man leider was anderes gemacht. Damn. Oder einfach eine falsche Taste gedrückt. Genau, das kennt man schon. Ja, dann macht GV die letzte gleich. Aha. Und dann bist du wieder an der Stelle und du kannst auch dann halt wieder an Anfang der Selection toggeln, um sie um den Anfang zu verschieben. Go, mach das. Ja, total, ich kann Tick kleiner machen, dann, aber nee, dann will ich ja, das ist ja nicht das Richtige, das will ich ja nicht. Nancy Chef. Das war mal so los. Ich habe einfach nochmal Steuerung V. Nee, das habe ich gerade gemacht, dann ist es in Visual Block Mode gegangen, was ja auch verständlich ist. Wasted lives. Ja. Ja. Allerdings. Okay, okay, aber ich wollte gerade noch etwas ganz anderes machen. Damit. Wenn ich mal Kinder habe, kriegen sie mit rein im Schwimmkurs. Kein Schwimmkurs, wa? Ja, nicht Wimmer. Da kriegen sie das C-Pferdchen. Ach so, ja. Wimmer hat mehrere Fenster, ne? Das ist ja offensichtlich. Ja, aber sicher. So, man kann das so machen. Und man kann auch VNU machen, wenn man es mal nebeneinander braucht. Und Tabs. Tabs, ja. Ja, genau. Du kannst auch Steuerung W, S und Steuerung W, V machen. Das sind auch, die benutze ich sehr gerne, sehr schöne neue Bindings für die Pfeiltasten, die man ja nicht braucht, nämlich die Tabs durchswitchen. Oder die Fenster, ja. Mhm. Ja, genau. Das, ja. Je nachdem, was man, wie man halt die Welt. Das ist eine gute Idee, ja. Man kann so rechts auf GT und V und GQT mappen. Da würde ich mir das, also die Tabs brauche ich relativ selten. Ich mache meistens auch Splitscreens, aber. Ja. Achso, ja, dann machst du es halt. Ja, halt auch. So, weil man mich hier irgendwie ein bisschen verzettelt hat, was ja gelegentlich vorkommen soll. Steuerung WO macht das aktuelle Fenster zum einzigen Fenster.
Klang ist immer achial. Ja. An, der Stelle, the only one an der Stelle kannst du auch gleich erklären, dass die Dateien nicht weg sind, ja, sondern nur geschlossen. Also ausgeblendet. Genau. Oh. Das ist ja noch schlimmer. Ach du Scheiße. Alle noch da. Ja, aber also Steuerung WO brauche ich relativ häufig, wenn ich keine Ahnung, man editiert irgendwie einen Source-File, man wird eine Funktion aufgerufen, man wollte aber nochmal gucken, was der nicht macht und dann wird es schon mal so ein bisschen rum, dass man die vier Fenster offen, aber eigentlich wollte man doch nur ändern und dann WO. Ach, wirklich. Genau. Ach nee, dann doch nicht, ja. Und ansonsten Doppelpunkt QA, Ausrufezeichen, ja, falls ihr keinen Bock mehr habt. Der Feierabend-Button. Ja, aber Achtung, also der ist sehr feierabend, ich anschluss. Ja. Dann ist aus. Wenn du erstaunt. Ja, genau. Was es auch noch gibt, ist Vimtiv. Ach ja. Was weiß ich, 10.8D so. 40 anderes Source-Code. Visual-Mode, die Seite wechseln ist alle O. Was? O? Einfach nur O? O. Wenn du Visual-Mode bist. Gucken wir mal aus. Ah, fett, das ist gut. Oh! Oh! Oh, weiße. Ah, gut, dass wir das mal angeguckt haben. Sehr geil. Sehr geil, okay. So, was wollte ich eigentlich machen? Ich wollte für jeweils löschen. Und es hat einfach jedes Feature. Es kann normalerweise keine Mails verwenden. So, eigentlich wollte normal. Das ist einfach kein Webbrowser. Vimtiv ist wirklich praktisch, wenn man mal. Wie ist halt kein Webbrowser? Wenn nicht E-Mails, ja, aber wenn nicht. Nicht E-Mails, auch nur über Plugin. Also das ist halt so wie Diff, aber ein bisschen flexibler. Man kann mit DP die Sachen, die ich jeweils auf der Datei verschieben, wenn man unbedingt möchte. Ja, das macht mal nichts besser. Ach, das ist nicht schlecht. Ich kann sich ändern, wenn ich sehe. Die Feierabend Das macht man mit dem Hilf. Achso, ja, Folding habt ihr gerade gesehen, das braucht man manchmal, wenn man unbedingt möchte. Ich habe früher benutzt, weil ich es toll finde, aber jetzt finde ich es irgendwie unpraktisch. Setfold Method gleich Indent. Geht mir genauso. Genau. Das klappt jetzt zum Beispiel Indent-basiert Kram zu. Mhm. Und man kann mit ZO und ZC die Sachen wieder auf und zu machen. Mhm. Ja. Okay, ich glaube, das reicht erstmal. Genug mein Tag. Durchaus.